Hallo? Hallo? Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin die Frau Kowinski von der Deutschen Medienzentrale. Kann ich Ja? bitte mit dem Herrn Heribert Maulwurf sprechen? Ja, einen Moment, ich muss mal weitergeben. Herr Maulwurf, können Sie nach Okay, Ihrem danke Anruf schön. kommen? Ja, Maulwurf, guten Tag. Hallo? Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin die Frau Kowinski von der Deutschen Medienzentrale. Schön, dass ich Sie erreicht habe, Herr Maulwurf. Ja. Herr Maulwurf, Sie haben sich vor kurzem bei einem kostenlosen Gewinnspiel registriert. Das war online. Können Sie sich daran noch erinnern? Das kann sein. Ich bin sehr vergesslich, müssen Sie wissen. Aber ich bin oft am Computer. Oh, super. Und bei diesem Gewinnspiel haben Sie auch gewonnen, Herr Maulwurf? Oh, das Sie ist haben ja einen Wertgutschein. großartig. Sie haben einen Wertgutschein von 1000 Euro schon garantiert. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ach, vielen, vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen von Herzen. Sowas habe ich mir schon sehr lange gewünscht. Bitte schön, Herr Maulwurf. Herr Maulwurf, da haben Sie es von rund 80.000 Teilnehmern in diesem Jahr unter den Ja. letzten 20 ins Finale geschafft. Wie Und viele das sind heißt, das dass Ihnen ein. gewesen? Wie viele sind das bitte gewesen? Da haben Sie es von rund 80.000 Teilnehmern Oh. in diesem Jahr unter den letzten 20 ins Finale geschafft. Von Das heißt. 80.000 Leuten, das ist ja phänomenal, das ist ja großartig. Genau. Und das heißt, dass Ihnen ein Gewinn im Wert von mindestens 1000 Euro schon zusteht. Wie bitte? Die Finalführung. Und das heißt, dass Ihnen ein Gewinn im Wert von mindestens 1000 Euro schon zusteht, Herr Maulwurf. Ja, sehr gut, das ist sehr gut. Genau. Die Finalführung mit Ihnen und den Ja. 19 anderen Finalisten, die ist in 2 Monaten Zwei eines der Monaten? 20 Preise. Genau. Ja. Eines der 20 Preise, die ich jetzt aufzählen werde, steht Ihnen auch zu, Herr Maulwurf. Ja. Denn sollten Sie am Finaltag den Hauptpreis erzielen, haben Sie auch die Auswahl zwischen dem Sportwagen, Oh. Mercedes AMG oder den Gegenwert 76.000 Euro in bar. Welche darf ich für Sie ankreuzen, Herr Maulwurf? Jetzt muss ich mal fragen, kann ich das Auto auch gewinnen, wenn ich keinen Führerschein mehr habe? Weil den habe ich abgeben müssen. Natürlich, Herr Maulwurf. Also Sie haben einen Wertgutschein von 1000 Euro schon garantiert. Ja, Und sehr wir haben noch gut. 5 Hauptpreise. Wir Ja. haben noch eine 25-prozentige Chance auf eines der 5 Hauptpreise, die ich jetzt Ja. aufzählen werde. Ja. Wenn Sie möchten, kann ich auch für die Platz 1 für Ihnen die Sportwagen ankreuzen, Herr Merkel. Ja, das ist, dann kann man das ja weitergeben, weil die haben mir den Führerschein weggenommen. Wissen Sie, da bin ich nach Hause gekommen und da war der Niffler in meiner Wohnung und der wollte die ganzen wertvollen Sachen mitnehmen. Und da bin ich dem Ach so. hinterhergefahren und ich habe ihn mit dem Wagen auch getroffen. Und das fanden die dann Ach nicht so so, es toll tut vom Marcusa und dann haben die mir den Wagen weggenommen. mir. Es tut mir leid, Herr Maulwurf. Dann Ja. bemerke ich Sie für ihn das Sportwagen, Ja, ja? bitte, bitte. Super, okay. Platz 2 ist eine Golf 7 oder den Gegenwert 25.000 Euro in bar? Was haben Sie gesagt? Eine Golfbibel? Golf 7 Ach, oder den sieben. Gegenwert 25.000 Euro in bar. Was darf ich hier für Sie vermerken? Ja, dann hätte ich gern ein bisschen Bargeld. Kann man das bar Okay. ausbezahlen oder ist das auch ein Gutschein dann? Nein, das ist ein Bargeld, Herr Maulwurf, im Ein Wert von Bargeld. 25.000 Euro. Genau. Ja, kann man das auch ins Ausland überweisen lassen? Weil ich habe in der Schweiz ein Konto. Ist das Herr Maulwurf, möglich? da kann ich auch für Ihnen nachfragen, Herr Ja, Maulwurf. bitte. Herr Maulwurf, Ja. Platz 3 ist eine Luxuskreuzfahrtschiffreise um die Welt für 2 Personen. Oh. Platz 4 und 5 sind Bargeldgewinne in Höhe Ja. von 8.000 Euro und 4.000 Euro in bar. Das sind die ersten 5 Hauptpreise. Das ist wunderbar. Platz 6 bis genau. Platz 6 bis 20 sind verschiedene Wertgutscheine Ja. von Apple, Amazon, Samsung, IKEA, Aral, ein Reisegutschein, H&M, Rewe, Edeka, Saturn und Mediamarkt, alle Ja. im Wert von 1.000 Euro. Das heißt, Haben Sie Sie auch haben eine 25.
Haben Sie auch einen Gutschein von Orion? Nein, das haben wir leider nicht, Herr Maulwurf. Wie war das mit der Kreuzfahrt? Wohin geht die bitte? Das ist ein Luxus-Kreuzfahrtschiffreise um die Welt. Für zwei Personen, Herr Maulwurf. Und wie lange geht das, wenn das um die ganze Welt stattfinden soll? Also das weiß ich ganz genau nicht, Herr Maulwurf. Ist da auch ein Halt in Indien mit dabei? Genau, natürlich. Ja, um die Welt ist das. Sie haben ja vielleicht vorhin gehört, mein Haushälter, das ist Indel. Dann würde ich den nämlich mitnehmen und dann kann der seine Familie besuchen. Okay, Herr Maulwurf. Ja. Das heißt, Sie haben eine 25-prozentige Chance auf eines der fünf Hallo? Nicht klappen. Gibt es zu 100% eines dieses... Ja, bitte. Hören Sie mich, Herr Maulwurf? Ja, die Verbindung war gerade kurz unterbrochen. Und sollte es aber nicht klappen? Ja. Okay, sollte es aber nicht klappen, gibt es zu 100% eines dieser 1000 Euro Gutschein? Sehr der gut. Ist Ihnen schon garantiert, das ist ja Herr wunderbar. Maulwurf. Das haben Sie schon gewonnen. Ja, genau. Kann man sich denn dann aussuchen, welchen der Gutscheine man bekommt, oder ist das schon vorbestimmt? Herr Maulwurf, die Finalziehung, die ist in 2 Monaten. Ja. Und vor dem Finaltag kann ich Ihnen nicht sagen, welchen Wertgutschein Sie erhalten werden, weil ich weiß ja nicht, welchen Platz Sie landen. Ach so, das kommt auf den Platz an. In Ordnung, ich verstehe. Genau, okay. Sehr gut. Okay. Herr Maulwurf, ja. In 7 bis 10 Tagen erhalten Sie ein Begrüßungsschreiben mit Benutzernamen und Passwort, womit Sie die Finalziehung auf unserer Webseite mitverfolgen können. Ja. Aber Sie bekommen von mir dann kurz vor und nach dem Finale noch einen Anruf. Ja, wie ist jetzt denn, kommt Punkt 2, Herr Maulwurf. Wie ist denn die Adresse von der Webseite? Das alles steht in dem Schreiben drin, Herr Maulwurf. Ja, aber das können Sie mir ja schon mal sagen. Ich habe so viel Zeit, da kann ich mir das schon mal angucken. Hallo? Okay, das werde ich Ihnen jetzt gleich, ja, das werde ich Ihnen jetzt gleich auch durchgeben, Herr Maulwurf. Ja, ich schreibe. Herr Maulwurf, jetzt. Okay, aber Sie bekommen von mir dann kurz vor und nach dem Finale noch einen Anruf. Ja, das ist jetzt sehr kommt schön. Punkt 2, Herr Maulwurf. Ja. Bitte gut zuhören. Ja, bitte. Da das hier ein kostenloses Preisausschreiben ist und Sie keinen Cent zahlen, müssten die Gewinne normalerweise auch zu 20% versteuert werden. Das ist ja die sogenannte Gewinnsteuer. Ja. Nur leider hatten einige Gewinner in der Vergangenheit Schwierigkeiten, die Steuern zu hinterlegen, um ihren Gewinn entgegennehmen zu können. Ja. Aus diesem Grund wurden die Sponsoren eingeführt. Durch den Sponsor erhalten alle Gewinner ihren Gewinn komplett steuerfrei, auch Sie. Ja, sehr und zwar ist es eine Sponsorenzeitschrift, die ist befristet über 12 Monate. Sie ist zum Sonderpreis und 2 Monate gratis und dann ist wieder auch Schluss. Die 5 Hauptgewinner? Ja, bitte. Die 5 Hauptgewinner, die werden noch in der Sponsorzeitschrift veröffentlicht oder möchten Sie lieber anonym bleiben, Herr Maulwurf? Ist das mit Foto? Hallo? Herr Maulwurf, eines unserer Hauptsponsoren ist Hallo? Die TV-Zeitschrift. Hör zu. Können Sie bitte meine Frage beantworten? Mhm. Die hatten doch gesagt, dass man da genannt werden kann. Ist das mit Foto oder ohne Foto? Nein, das ist ohne Foto. Und was steht dann da drin? Dann steht dann, der Maulwurf hat gewonnen. Nein, wenn Sie zum Beispiel veröffentlicht bleiben möchten, steht da, Heribert.m hat das und das gewonnen, aber wenn Sie anonym bleiben möchten, dann steht da drin, H.m hat das und das gewonnen. Kann man auch schreiben, H.Maulwurf hat gewonnen, weil ich finde meine Nachnamen so toll. Oder kennen Sie viele Leute, die Maulwurf heißen? Okay, das vermerke ich mir dann so für Sie, Herr Maulwurf. Ja. Herr Maulwurf, eines unserer Hauptsponsoren ist die Hörzu. Für diese wurden Sie auch vermerkt. Ja. Soll das bei der Hörzu bleiben oder soll ich woanders für Sie nachschauen? Können Sie bitte nochmal meinen Namen sagen? Sie machen das so schön. Das kribbelt dann so bei mir. Herr Maulwurf, soll das bei der Hörzu bleiben oder soll ich woanders für Sie nachschauen? Was haben Sie denn? Haben Sie Seniorenzeitschriften? Da haben wir zum Beispiel Computer, Wissenschaft, Sport, Auto, Nachrichten, Frauenzeitschriften oder einige TV-Zeitschriften. Welche darf ich für Sie nachschauen? Für einen Computer?
Was ist da drin? Genau. Ist das mit so einer CD, wo so Programme drauf sind? Genau, da haben wir die Computerbild mit DVD, Herr Maulwurf. Ja, was ist bei dieser DVD drauf, bitte? Herr Maulwurf, das ist über Computer. Ja, was ist da drauf? Ist das ein Film oder sind das Spiele oder was ist da drauf? Das sind verschiedene drin, Herr Maulwurf. Ja, weil ich habe neulich war ich so im Internet und irgendwann kam dann da so ein Virus auf meinen Computer und seitdem habe ich immer Erkältung nein. Und jetzt hatte ich gehofft, dass das ist nicht sowas, Herr Maulwurf. Ja, weil ich bräuchte was, damit Maulwurf, das wieder weggeht. Ist da sowas dabei, dass die mir helfen können? Nein, das ist nicht sowas, Herr Maulwurf. Na, dann will ich das ja auch nicht haben. Soll ich dann woanders für Sie nachschauen, Herr Maulwurf? Ja, schauen Sie mal bitte. Soll ich Ihnen den Namen von dem Virus sagen, dass Sie das rausfinden? Herr Maulwurf, Click My Big Dick.exe heißt die Datei. Können Sie das bitte Herr vermerken? Maulwurf. Click My Big Dick. Okay, das Exe. Herr Maulwurf, ja, soll bitte? Ich für Sie die Computerbild mit DVD als Sponsor eintragen? Nein, wenn das mir nicht bei meinem Virus hilft, dann bringt mir das ja nichts. Okay, soll ich dann woanders für Sie nachschauen? Ja, bitte. Okay, da haben wir Wissenschaft, Sport, Auto, Nachrichten, Frauenzeitschriften oder einige TV-Zeitschriften. Welche darf ich für Sie nachschauen, Herr Maulwurf? Was haben Sie denn bei Nachrichten? Haben Sie NSDAP Today? Da haben wir die Cicero, Welt am Sonntag, Stern, Fokus, die Zeit und der Spiegel. Was ist denn Cicero? Ist das nicht so ein römischer Kaiser gewesen? Das ist eine Nachrichtenzeitschrift, Herr Maulwurf. Ja, weil den Spiegel, das habe ich schon mal gehört, aber Cicero, das sagt mir überhaupt nichts. Ist das etwas Neues? Das ist nichts Neues, Herr Maulwurf. Das ist auch eine Nachrichtenzeitschrift. Und die NSDAP Today haben Sie nicht? Nein, das haben wir nicht. Kennen Sie denn Herr Maulwurf, welche darf ich für Sie eintragen? Kennen Sie denn die NSDAP? Nein, das kenne ich nicht, Herr Maulwurf. Welche Zeitschrift darf ich für Sie antragen? Haben Sie Playboy? Nein, das haben wir leider nicht, Herr Maulwurf. Haben Sie was Vergleichbares? Na, der Playboy ist ja auch wir kein Nachrichtenmagazin. Haben Sie was für Gartenarbeit, Heimwerken? Haben Sie sowas? Heimhausgarten haben wir. Heimhausgarten, weil ich wollte für meinen Enkel, der hat, das ist eine lange Geschichte, der hat vor 3 Wochen hat er von seiner Mutter, das ist quasi die Schwester meines Bruders, die haben sich damals in der Schule kennengelernt und da hat er Meerschweinchen bekommen und ich wollte denen da so ein Häuschen für die Meerschweinchen bauen, damit die da leben können. Herr Maulwurf, welchem Bereich darf ich denn für Sie nachschauen? Wegen den Meerschweinchen? Kennen Sie das Meerschweinchen-Hotel in Hamburg? Das hat sie einfach aufgelegt. Niemand möchte meine Meerschweinchen aufnehmen. Wenn ihr mal reinhören wollt, das Meerschweinchen-Hotel, dieses Problem begleitet mich schon so lange.